Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Ich wollte ja eigentlich in der Folge... Oh, guck mal, nimm mal mit, ne? Ich wollte eigentlich in der Folge mich mal um die ganze Geschichte mit Yennefer kümmern. Allerdings muss ich sagen, nein. Das Spiel möchte das nicht. Das Spiel möchte es nicht, weil da eine neue Quest aufgetaucht ist und die muss ich natürlich machen. Weil sonst wäre die Quest ja total überflüssig und das wäre bescheuert, ne? Wenn die überflüssig wäre, weil ich sie nicht mache. Deswegen reiten wir den jetzt schnell hin. Hallo! Wann lass man? Das könnte die Quest sein, die ich mal angedeutet habe, ist sie nicht, aber ich meinte mal, es gibt noch so eine andere Quest, die eigentlich relativ lustig ist. Die epischste Quest. Die epischste Quest ever. So ist gut. Ach, plötzlich, du bist scheiße manchmal. Also manchmal weiß ich auch nicht. Manchmal glaube ich, du hast gekokst. So, aua. Dass wir da auch noch Fallschaden bekommen. Ja, die epischste Quest ever. Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen. Ich geb sie dir morgen wieder. Da hab ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich hab ein gutes Herz. Da hab ich sie ihm gegeben. Hm. Ja. Interessant. Faszinierende Geschichte. Kommst du bald zum Ende? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich, aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Na, wenn die uns schon so lieb bittet, ja, können wir da Nein sagen. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich gehe mal rein und sehe mich um. Du solltest lieber hier warten, nur für den Fall. Also ich sag mal so, wenn es hier um die Pfannen geht, ja, dann ist ja wohl... einige Objekte können zerstört werden, die mit Symbol markiert. Wenn du ein Objekt zerstören willst, das deinen Weg blockiert, stell dich davor und bewirke das Artzeichen. Du kannst auch mit dem Schwert darauf einschlagen, aber so lassen sich nicht alle Objekte zerstören. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine Kartesche auf das Objekt zu werfen, aber Vorsicht, dass du von der Explosion nicht verletzt wirst. Okay, Art. So, machen wir mal auf hier. So. Ich hoffe, das nimmt der jetzt nicht mit auf. Dass mir da gerade angezeigt wird, dass jemand bei Skype online gekommen ist. So, nehmen wir mit. Was haben wir hier? Eine Leiche. Das erklärt den Gestank. Geralt, die Leiche ist doch jetzt uninteressant. Hier gibt's doch Loot. Monokel mit Sprung. Interessant. Wie bitte, mein Lieber? Nichts, nichts. Oh. Aber ich komme mal auf das Springen. Ich will gar nicht springen, aber ich komme da mal drauf, ey. Seine Kehle, er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Stahlblech, Mundschirm, bla bla. Lal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 
Fast komplett verbrannt. Ein paar Fetzen sind noch leserlich. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Oh, ja, natürlich habe ich die Branne. Die unbezahlbare Bratpfanne. sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Jetzt bleib doch mal geschmeidig, ey. Großmütterchen, jetzt keep mal cool hier. Ja, ich habe hier gerade wichtiges Business. Ah, eigentlich auch nicht. Wir gehen wieder raus. Tschüss. So. Jetzt kriegt sie ihre Pfanne, wir kriegen Geld oder wir kriegen vielleicht irgendwas anderes, ich habe keine Ahnung. Hier, deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Ja. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Musste wohl dringend einen Brief schreiben. Und hat eilends ein paar andere Dokumente verbrannt. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut, sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Ich brate geil, mir Weißfisch zum Essen. Was hat der für bekommen, ne? Ja, guck mal. Also für diese epische Quest haben wir natürlich jetzt auch mal direkt episch Sound bekommen. Finde ich extrem nice. Ja. 5 lecker Bratäpfel, 5 Brot. 5 Brot. Und 5-mal Apfelsaft. Also jetzt weiß ich ja auch nicht weiter, du. Ich meine, besser als das kann es gar nicht mehr werden, ehrlich gesagt. Ach, halt die Backen. So, plötzlich kommen wir hier. Komm. Ja. Trab mal an hier. Geht doch. So, da haben wir die Quest gemacht. Jetzt wollen wir mal kurz gucken. Es gibt momentan keine Quest mehr. Hier gibt es noch irgendwas mit einem Blatt. Ich habe absolut keine Ahnung. Es gibt ja mehr als dieses eine Blatt wahrscheinlich, aber das ist das Einzige, was mir gerade angezeigt wird. Gut, das heißt, wir reiten jetzt dorthin und werden mal nach Yennefer fragen. Speichern natürlich, das dürfen wir nie vergessen. Oder ich darf das nie vergessen. Ihr denkt da wahrscheinlich sowieso immer dran. So automatisch, ich leider nicht. Ich vergesse das immer, ey. Deswegen, ich finde immer Spiele cool, wo du einstellen kannst, dass das alle 5 Minuten zum Beispiel speichert oder jede Minute. Oder alle 10 Sekunden. Das wäre eigentlich noch besser. Weil bei den heutigen Spielen ist es ja auch so, dass Scheiße. Nein. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Bei den heutigen Spielen ist es ja so, dass du dann trotz alledem weiterspielen kannst, während du speicherst. War ja früher nicht so, da ist immer das Spiel ein bisschen kurz stehen geblieben und so. Ja, das war ein bisschen nervig, ne? So, schön außen rum. Schön durch den Sumpf. Jetzt muss ich... Ach, plötzlich, Mann. Ja, das ist doof. Dass der Gaul nicht springen kann, ist total bescheuert. Aber ich meine, das ist ein Pferd. Warum kann ein Pferd bitte nicht springen? So, wie komme ich da jetzt hoch, ist die Frage. Heya! So, komme ich von hier zufällig da irgendwie hoch? Ne. Schade. Na gut, dann schauen wir mal uns hier noch ein bisschen um. Irgendwie muss ich da hochkommen. Bin zumindest davon überzeugt, dass es einen Weg gibt da hoch. Vielleicht da hinten drüber. Oder, also das ist jetzt reine Spekulatius. Man könnte ja eventuell auch hier hochlaufen. Ich speichere mal eben und rede mit dem. Okay. Achso. Er will nicht. Was willst du? Ich behalte dich im Auge. Okay. Ja, behalte mich mal im Auge, du Nilfgaarder Pissbratze. So. Jetzt gehen wir da hoch. Ach, mit dem muss ich reden, alles klar. Militärlager.
Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Ich schätze, euer Hauptmann hat Arbeit für mich? Das hier ist die Armee, Nordling. Da gibt es nichts zu schätzen. Zum Turm! Reizend. Coltays griff an Esanbar. Sehr reizende Menschen. Marsan deren Karbat. Es diese Firin. Laut Esse Ulfedan an Moeras. Esse Druck Moeras. Moment, ist das nicht das, was ich brauche für diese. Du kriegst hier kein Essen, jedenfalls nicht von mir. Sprich mit dem Kommandanten. Das ist das doch, oder? Kabine? Ich muss kurz gucken. So. Runterscrollen. Nee, ach so. Das ist das. Da habe ich immer noch nichts. Verdammt. Nee, ist auch was anderes. Kartesche. Ach, da brauche ich andere. Weil ich habe doch viel mehr. Habe ich nicht mehr Salpeter? Egal, kann nicht schaden, das hier mit so zu nehmen ab und zu, ne, die Bücher. Oh, guck mal. Willst du dich etwa verpflichten, Nordling? Nein. Halt! Aber Soldaten sind auch nur. Was halt? Ja, Exzellenz. Ich will. Willst du dich etwa verpflichten, Nordling? Packen. Ich will reparieren. Handwerker können verschiedene Gegenstände, ja, das ist super. Losung? Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vom Einschlafen. So in etwa. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort? Im Scherzen bist du gut. Und im Feilschen? Kannst du das auch? Wie ist die Moral hier im Lager? Denkt ihr, dass ihr gewinnen werdet? Ah, also doch ein Spion. Oder einer, der Ärger machen will. Ich bin nur neugierig. Na schön. Du kannst allen sagen, dass wir diesen Krieg gewinnen werden, weil Radovid verrückt ist, wie alle wissen. Und weil wir eine sehr gut ausgebildete und ausgerüstete Armee haben. Apropos, bist du hier, um was zu kaufen? Zeig mir deine Waren. So, dann können wir nämlich auch erstmal ein paar Sachen verkaufen. Ich habe nämlich so viel Scheiß, ja. Da hat er genug Asche, da hat er genug Kohle. Hier ist der verbesserte Gürtel, Sattel. Den werde ich natürlich mal nicht verkaufen. Ach, guck mal, die ist sogar besser als die ich habe. Das ist meine Standard. Ja, ich will die nicht verkaufen, ey. Die sind voll gut. Ach, weg komm mit dem Scheiß, ja. Oh, ein Waffenreparaturset, das ist nice. Ich glaube, das kaufe ich mir. Ja, komm, kaufen wir 3 Stück, dann kann ich mich meine Waffen selber reparieren. Spitze. Spitze. Kannst du da auch nicht so mal Hände verkaufen? Oder. Achso. Oh, echt viel Geld. Ja, komm, verkaufen. Was soll's? Ich meine, was soll's, ne? Handwerk. Achso, ach nee, komm. Bis dann. Bis dann. Arschbratze. So, dann wollen wir mal eben gucken. Ich hoffe, jetzt kackt das Spiel nicht wieder ab. Das nervt nämlich ein bisschen so. Ja. Du hast das. So, was hatten sie jetzt für eine Haltbarkeit?
Wow, minus 4 Schaden, ey, ist ein Witz. Was macht der? 20 Ausdauer und der andere hat 25. Ich finde die Standardsachen besser, weil die haben bessere genau das nehme ich. Man mag es eigentlich nicht glauben, aber ja, genau so ist es halt. Ich glaube, ich lasse mir das nochmal von dem richtig reparieren, weil... Willst du spionieren oder falsch? Boah, Junge. Ich will... Hier, zeig mir. Zeig mir deine Waffe. So, immer zurück. Handwerk reparieren. Und dann reparieren wir mal bitte mein Silberschwert. What? Lol. Achso, jetzt ist wieder fresh, okay. Ja, komm, dann machen wir mal eben alles. Wenn es ist nicht so teuer, dann können wir alles einmal reparieren. Läuft. Wenn ich schon mal hier bin. So, why not? So. Bis dann. Tschüss. War nett. So, ist das hier... Ach, das ist der Turm. Ja, Mensch, das ist ein super Turm. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temeria haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Scharf. Beobachtet. Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Vatgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es, was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Hm. Okay. Aber was schert er ihn? Was kümmert dich der Greif? Mich kümmern die Leute. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Hm. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche einen Köder, ein bestimmtes Kraut, Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Hm. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Dafür, dass er die Gemeinsprache nicht so sprechen kann, spricht er die aber ganz schön gut.
Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit, aber auch ein bisschen seltsam. Alles klar. Tomira und Mislav. Danke. Esor und Jagden. Na dann, wissen wir ja Bescheid. Wenn deine aktuelle Quest aus mehr als einem Ziel besteht, kannst du V drücken, um ein anderes Ziel zu verfolgen. Okay. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz gucken. Mir wird, glaube ich, eh beides angezeigt, oder? Ich hoffe es zumindest. Wo soll ich denn jetzt hin? Ach du Heilige. Da ist die Kräuterfrau, da ist der komische Jäger. Ich würde sagen, wir werden als erstes zur Kräuterfrau gehen, weil die ist ja dran, wobei es egal ist, wir werden uns eh hier per Schnellreise hinbegeben. Hoffentlich kann die uns helfen. Die möchte bestimmt irgendwas dafür. Und dann werden wir zu Mislav gehen. Und dann bin ich mal gespannt, wie das mit dem Greifen weitergeht. Und ich hoffe natürlich, dass wir dann auch erfahren, was mit Yennefer ist. Das werden wir aber dann erst herausfinden, wenn wir den Auftrag erledigt haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein.